Bitte wickeln Sie ein Kupferdraht um einen Löffel. Eine junge Frau schaltet eine Jobanzeige und nimmt als Probandin an einem vermeintlich wissenschaftlichen Experiment teil. Für die Teilnahme werden ihr mehrere hundert Euro als Aufwandsentschädigung geboten. Doch was die junge Frau nicht weiß, der fremde Mann, der ihr im Chat gegenüber sitzt, ist eigentlich gar kein Wissenschaftler, sondern ein Perverser, der versucht, seine sadistischen Fantasien auszuleben. Indem er Frauen dazu überredet, sich selbst lebensgefährliche Stromschläge zu verpassen. Aus der ersten Situation heraus dachte ich, es wäre leicht verdientes Geld. 300 Euro für so eine Studie, warum nicht? Es ist ein unglaublicher Fall. Ein fremder Mann täuscht so glaubhaft über das Internet vor, Wissenschaftler zu sein, dass sich am Ende über 80 Frauen selbst Stromschläge verpassen. Wie konnte so etwas passieren? Er hat so eloquent gewirkt, dass ich nichts hinterfragt habe. Die Frauen und Mädchen, die auf diesen Mann hereingefallen sind, waren nicht naiv. Wir entscheiden auf der Grundlage dessen, was wir wissen. Und die Geschädigten hier konnten einfach nicht wissen, was dieser Mann im Schilde führt. Klar scheint David G. der Täter zu sein und muss somit natürlich auch zur Rechenschaft gezogen werden. Aber wie kann jemand überhaupt Täter sein, der zu der Tatzeit gar nicht vor Ort war? Gießen 2017. Hier studiert die damals 22-jährige Julia Informatik. Wie viele andere StudentInnen auch ist Julia immer auf der Suche nach einem neuen Nebenjob. Sie gerät an einen Mann, der an ihr seine sadistischen Sexualfantasien ausleben will. Julia ist bereit, mir ihre Geschichte zu erzählen. Ihr ist es dabei wichtig, dadurch andere junge Frauen zu warnen. Juni 2017. Im Internet sucht Julia auf verschiedenen Jobbörsen nach einem Nebeneinkommen und schaltet eine Annonce. Ich habe damals, keine zwei Stunden später, eine Nachricht von einem Reik-H-Punkt. Er hat mich gefragt, ob ich interessiert wäre, an dieser Studie teilzunehmen. Und es gäbe da halt auch eine sehr große Aufwandsentschädigung. Genau kann ich jetzt nicht mehr sagen, wie hoch es war, aber es war auf jeden Fall ein dreistelliger Bereich. Und für mich aus der ersten Situation heraus dachte ich, es wäre leicht verdientes Geld. Doch bevor sie an der Hauptstudie teilnehmen kann, muss Julia per Skype einen Vortest bestehen. Dafür soll sie mehrere hundert Euro bekommen. Bei dem Videocall ist angeblich die Kamera und das Mikrofon von Reik defekt. Was Julia nicht weiß, der falsche Wissenschaftler wird alles aufnehmen, was jetzt passiert. Reik kommt auch sofort zur Sache. Haben Sie schon mal Elektroschocks bekommen? Julia soll für den Vortest eine eigenartige Apparatur aus Kabeln, Klebeband und Löffeln bauen. Bitte wickeln Sie ein Kupferdraht um einen Löffel. Nachdem Julia die Drähte aus dem Kabel freigelegt hat, soll sie einen Metalllöffel am Ende befestigen. Wie war dann dein erster Eindruck von ihm, als ihr dann zum ersten Mal in Kontakt getreten seid? Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass es halt jemand ist, der sehr genau weiß, was er sagt. Also er hat sehr gewählte Worte genutzt und schien auch sehr eloquent zu sein. Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt jemals so ein komisches Bauchgefühl oder vielleicht sogar Angst? Ich habe die ganze Zeit Fragen gestellt und er hat immer wieder versichert, dass es ungefährlich sei und dass ich wirklich mir keine Gedanken machen muss. Julia vertraut dem vermeintlichen Wissenschaftler, hält sich die Löffel an die Schläfe. Sie bekommt einen heftigen Stromschlag. Ich hatte mich sehr erschreckt. Also ich saß auf dem Stuhl und ich habe mir halt das an den Schläfen gehalten, diese Konstruktion, die ich gebastelt habe. Und ich habe, ich weiß nicht, ob ich bewusstlos war, aber es war auf jeden Fall so, dass ich gemerkt habe, oh shit, dieser Stromschlag, der erste, den ich bekommen habe, der war schon ziemlich heftig. Julia wird ohnmächtig. Als sie zu Bewusstsein kommt und wieder Kontakt zu Reik Hamann aufnimmt, will der alles ganz genau wissen. Und er lässt nicht locker und drängt Julia zu einem weiteren Stromschlag. Julia bekommt Angst und bricht das Telefonat ab. Oh ja, ich habe halt meinem damaligen Freund das erzählt, in derselben Nacht noch. Und das Einzige, was er noch gesagt hat, war, bist du verrückt so in etwa, warum machst du so einen Scheiß? Und dann habe ich mich halt auch für diese Sache dann auch geschämt und nie wieder dran gedacht. 2018 nimmt die Polizei Kontakt zu Julia auf. Die Beamten ermitteln bereits gegen den falschen Wissenschaftler, der nicht Reik Hamann, sondern David G. heißt. Im Rahmen dieser Untersuchung hat die Polizei den Computer von David G. sichergestellt und findet darauf mehrere Gigabyte mit Videos von über 80 Opfern, darunter auch das von Julia. Ein Jahr nach den Geschehnissen erzählt Julia der Polizei ihre Geschichte. Die Studie, an der Julia teilgenommen hat, ist eine Lüge und auch Reik Hamann existiert nicht.
Über 80 junge Frauen wurden von David G. dazu gebracht, sich selbst Stromschläge zu versetzen. Alles, um Davids sexuelle Fantasie zu befriedigen. Wer ist der junge Mann, der so viele Frauen dazu bringt, sich selbst mit Stromschlägen zu quälen? David G. lebt zurückgezogen bei seinen Eltern in einer ausgebauten Dachgeschosswohnung. Er arbeitet als Informatikkaufmann und ist nicht vorbestraft. 5 Jahre lang kommt die Polizei ihm nicht auf die Schliche. Nach eigenen Aussagen, die er gegenüber ErmittlerInnen tätigt, fällt es ihm schwer, soziale Kontakte aufzubauen. Er hat kaum Freunde und war noch nie in einer Beziehung. Auffällig ist, dass er schon als Kind mit Strom experimentiert hat. Daran verliert David G. nie das Interesse. Im Erwachsenenalter zieht er sich ins Internet zurück. Hier tauscht er sich mit Gleichgesinnten in Online-Chats zum Thema Strom und Füße aus und googelt nach Folter, Frauenfüße und Fesseln. Im November 2019 beginnt der Prozess gegen David G. hier im Landgericht München. Er steht wegen schwerer Körperverletzung und versuchten Mordes vor Gericht. Außerdem wird ihm Missbrauch von Titeln und Berufsbezeichnungen und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch heimliche Film- und Tonaufnahmen vorgeworfen. Beim Verurteilten wurde eine große Datenmenge gesichert, auch Datenträgern. Das bewegt sich im Gigabyte-Bereich. Er hat diese Videotelefongespräche aufgenommen und man konnte da anhand dieser Videos dann die Taten rekonstruieren. Ja, als es dann zum Prozess gekommen ist, hast du David G. dann ja auch zum ersten Mal in Person gesehen. Wie war das für dich, als du ihm dann so gegenüberstandest? Ich habe wirklich nicht erwartet, dass er so aussieht, so unscheinbar, so normal fast schon. Er hat mich kein einziges Mal angeschaut, also sehr reserviert und zurückhaltend. Ich habe ihn auch nie so wirklich gehört, wie seine Stimme ist. Aufgrund der außergewöhnlichen Tat beantragt das Gericht ein psychiatrisches Gutachten. Die Sachverständigen sollen klären, ob David G. überhaupt voll schuldfähig ist. Bei ihrem Gutachten kommen sie zu dem Schluss, David G. leidet seit seiner Kindheit an dem Asperger-Syndrom, einer leichten Form des Autismus. Typisch für diese Erkrankung ist, Betroffenen fällt es schwer, soziale Kontakte zu knüpfen. Sie fühlen sich oft einsam und ausgeschlossen. Viele haben ein vermindertes Einfühlungsvermögen. Zusätzlich zu dem Asperger-Syndrom stellten die Gutachter bei David eine Störung der Sexualpräferenz fest, vor allem in Form des Fetischismus und Sadismus. Das Sachverständigengutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Kombination aus Davids psychischer Entwicklungsstörung und der atypischen Sexualpräferenz zu einer erheblich geminderten Steuerungsfähigkeit seines Handelns während der Tatzeit führte. Gleichzeitig war aber die Einsicht, dass er etwas Unrechtes tut, voll da. Die Einsichtsfähigkeit bedeutet, er wusste, was er tat. Er wusste, dass es falsch ist, was er tut. Und die verminderte Steuerungsfähigkeit bedeutet halt, er konnte seinem Drang nicht widerstehen. Er hat es trotzdem gemacht. Am Ende wird das Gericht klären müssen, ob die erheblich geminderte Steuerungsfähigkeit einen Einfluss auf die Frage nach Davids Schuld hat. Und noch eine zweite Frage wird das Gericht klären müssen. Hat David G. überhaupt die alleinige Tatherrschaft? Oder sind die Frauen an ihrer Gefährdung vielleicht sogar selbst mitverantwortlich? Kann David G. überhaupt Täter sein, wenn er an der Tatzeit weder vor Ort war, noch die Stromschläge selbst verpasst hat? Alle Frauen führen an sich selbst die Stromschlagexperimente durch. Bei der Beweisaufnahme geben sie an, die Gefahren von Hausstrom zu kennen. Darauf beruft sich auch Matthias Bohn, der Verteidiger von David G. Per Mail hat er mir erklärt, wie die Argumentation der Verteidigung ist. Der Verteidiger von David G. schreibt mir: Aus Sicht der Verteidigung fehlt es am überlegenen Wissen oder Wollen des Mandanten, da allgemein und auch den Geschädigten bekannt war, dass Stromzufuhr auf den Körper direkt aus der Steckdose potenziell lebensgefährlich ist. Die Verteidigung sagt, die Frauen hätten gewusst, dass Hausstrom gefährlich ist und was die Stromschläge auslösen. Ihnen sei klar gewesen, worauf sie sich einlassen. Deswegen sei David kein Täter. Der Anwalt von Julia sieht das etwas anders. Er bezweifelt, dass die Frauen die Gefahren richtig abschätzen konnten. Ich treffe Alexander Hauer hier in seiner Kanzlei in Gießen. Der Täter hat an seiner Glaubhaftigkeit im Vorfeld, bevor er seine Opfer gesucht hat, schon gearbeitet. Nach der ersten Kontaktaufnahme hat sich der Täter viel Mühe gegeben, um eine Legende für sich zu erschaffen. Das heißt, er hat also vorgegeben, Fachpersonal zu sein. Die Komplexität des Versuchsaufbaus unterstrich die vermeintliche Expertise, das Fachwissen, was der Täter ausstrahlen wollte.
Und gleichzeitig verschleiert er aber auch die Lebensgefahr, die mit einherging. Für den Anwalt von Julia ist ganz klar, dass David Expertenwissen bei den Geschädigten suggeriert hat. Der Versuchsaufbau war so kompliziert, dass Julia und die anderen Frauen gar nicht nachvollziehen konnten, in welcher Lebensgefahr sie schwebten. Für das Gericht steht fest, die jungen Frauen glaubten fest daran, Teil einer wissenschaftlichen Studie zu sein. Sie vertrauten auf das große Fachwissen von dem vermeintlichen Wissenschaftler und vor allem seinen Zusicherungen, dass ihnen höchstens ein kleiner Wischer widerfahren würde. Die lebensbedrohliche Gefahr, die von dem Experiment ausging, war ihnen deshalb nicht bewusst. Warum ist das Gericht letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass David G. sehr wohl die alleinige Tatherrschaft besitzt, obwohl er ja zu der Tatzeit nicht vor Ort war? Das Gericht hatte ja diese Videoaufzeichnung dieser Videogespräche oder dieser Versuche vorliegen und hat die sich angeschaut in der Gerichtsverhandlung. Und anhand dieser Videoaufnahmen und der dazugehörigen Chatverläufe konnte man ganz klar sehen, dass er die jeweiligen vermeintlichen Probandinnen dieses wissenschaftlichen Versuchs angeleitet hat, ihnen gesagt hat, was sie tun sollen. Insgesamt hatte er wirklich diese jungen Damen getäuscht über das, was er eigentlich vorhat, und sie haben ihm das geglaubt. Demnach kommt das Gericht zu dem Schluss, dass David G. sehr wohl die alleinige Tatherrschaft hat. Laut Gericht hat er das Geschehen gesteuert und dafür sei seine Anwesenheit vor Ort auch nicht erforderlich gewesen. Ich kann es immer noch nicht fassen, wie ein fremder Mann über das Internet so glaubhaft vortäuschen konnte, Wissenschaftler zu sein, dass sich am Ende über 80 Frauen selbst Stromschläge verpasst haben. David G. fälschte sogar Unterlagen mit Logos von Universitäten. Mit Julia schaue ich mir die Chatprotokolle von damals an. Gab es denn während des Experiments irgendwann mal so einen Punkt, wo du dir einfach gedacht hast, ey Julia, was mache ich hier eigentlich gerade? Ja, natürlich. Ich meine, man greift ja nicht einfach an so einem Stromzaun, weil man weiß, dass man gleich irgendwie eine gewischt bekommt. Und das hat, ich hatte halt auch die ganze Zeit gedacht, so, ja, es wird nicht so schlimm, es ist nur so ein kleines Kribbeln. Und er hat mir halt auch immer versichert, dass es halt auch so ist. Ne? Und warum hast du es letztendlich dann doch gemacht? Weil du bist dann ja schon irgendwo gegen dein eigenes Bauchgefühl gegangen, oder? Ja, er hat ja mich immer wieder beschwichtigt und gesagt, es ist ungefährlich und hat mich gut eingelullt, keine Ahnung. Ich möchte von unserer Expertin Lydia Benecke wissen, wie es David G. gelingen konnte, so viel Macht über seine Opfer zu erlangen. Der Täter in diesem Fall hat mehrere Strategien benutzt, die hier leider sehr gut zusammengepasst haben. Er hat Autorität ausgestrahlt und wirkte seriös. Als vermeintlich promovierter Mediziner, der für eine Universität tätig ist, das ist natürlich jemand, dem man erstmal Vertrauen schenkt. Dann hat er die Geldnot der Geschädigten genutzt und hat Zeitdruck aufgebaut. Der Zeitdruck führt dazu, dass die Personen gar nicht die Zeit haben, in Ruhe drüber nachzudenken und sich zu informieren. Letztendlich war aber besonders relevant in diesem Fall, dass sein Motiv total abwegig ist. Stell dir vor, eine Freundin kommt zu dir und zeigt dir dann so einen Ausdruck und sagt, hier, eine Uni bietet Geld dafür, dass Menschen sich unter kontrollierten Bedingungen eben Stromschläge versetzen. Und ich brauche dringend Geld, also denke ich, ich mache das. Wäre dann dein erster Gedanke, Vorsicht, vielleicht ist da ja ein Mann, der sich das alles nur ausgedacht hat, weil er es sexuell interessant findet, dass Frauen sich Stromschläge versetzen? Garantiert wäre das nicht dein Gedanke und das ist eben der Grund, warum das so gut funktioniert hat. Lydia, wenn man sich Artikel zu dem Fall durchliest, dann denkt man sich irgendwie so, wie konnten die alle so naiv sein? Könntest du vielleicht eine Erklärung dafür finden, wie das passieren konnte? Es ist völlig falsch, die Geschädigten hier als naiv darzustellen. Menschen, die von dieser Geschichte hören, die glauben ganz oft, könnte mir nie passieren. Das ist aber eine Fehlannahme, weil diese Menschen alle Faktoren der Geschichte und ihres Ergebnisses kennen. Die sehen die Geschichte vom Ende. Was man aber tun muss, ist, die Geschichte vom Anfang zu sehen, aus der Perspektive der Geschädigten. Und die Geschädigten, Frauen und Mädchen, die hatten ganz viele Informationen nicht und sind deswegen auf eine sehr ausgeklügelte psychologische Manipulationsstrategie hereingefallen. Lydia, was würdest du jungen Menschen raten, die in einer ähnlichen Situation stecken? Das Allerwichtigste ist, sich immer selber daran zu erinnern, dass man im Internet unglaublich vorsichtig sein muss, dass wahnsinnig viel fakebar ist und dass ihr euch niemals unter Druck setzen lassen solltet. Auch niemals unter Zeitdruck oder unter emotionalen Druck, sondern immer ganz in Ruhe nochmal Sachverhalte prüfen, mit anderen darüber reden, nochmal eine Nacht drüber schlafen, wenn es eine wichtige Entscheidung ist. Und das ist schon mal, glaube ich, die Basis, um sich möglichst vor solchen und anderen Manipulationen im Internet zu schützen.
Nach 15 Verhandlungstagen verkündet das Gericht das Urteil. Offen ist noch die Frage, ob David als vermindert schuldfähig betrachtet wird. Die Staatsanwaltschaft forderte ja 14 Jahre Haft. Wie lautete denn jetzt letztendlich der finale Urteilsspruch und warum? Der Verurteilte wurde zu 11 Jahren verurteilt. Das Gericht hat ihn schuldig gesprochen des Mordes, des versuchten Mordes in 13 Fällen, in Tateinheit jeweils mit gefährlicher Körperverletzung sowie mit 7 weiteren Fällen der Körperverletzung. Die Strafe von 11 Jahren erklärt sich dadurch, dass dass glücklicherweise niemand zu Tode gekommen ist, die eigentlich lebenslängliche Freiheitsstrafe, die auf Mord vorgesehen ist, gemildert wird. Und zusätzlich musste hier die Strafe gemildert werden, weil er nur vermindert schuldfähig war. Für viele ist es vielleicht unverständlich, warum David G. ausgerechnet in so einem Fall auch noch als vermindert schuldfähig betrachtet wird. Aber mal über David G.'s Fall hinaus. Warum ist es in unserem Rechtssystem so unfassbar wichtig, dass die Schuldfähigkeit geprüft wird? Man muss schon einen Täter nur dann bestrafen, wenn er auch schuldfähig ist. Das heißt, die unrechte Tat einsieht und auch in der Lage ist, nach dieser Einsicht zu handeln. Also er sein Handeln so steuern kann, dass er dann auch sich normgerecht verhält. Also ich denke, es ist erforderlich, dass das Rechtssystem einen Mechanismus vorsieht, wie man mit Tätern umgeht, die aufgrund von Krankheit oder anderen Beeinträchtigungen eben nicht in der Lage sind, diese Einsichtsfähigkeit oder Steuerungsfähigkeit zu haben. David G. wird seine Haft in einem psychiatrischen Krankenhaus verbringen. Und dort wird jedes Jahr evaluiert, ob er noch gefährlich ist. Julia hat David G. auf Schmerzensgeld verklagt. Dieser Fall hat mir sehr deutlich gezeigt, welche Gefahren im Internet lauern. Vor allem aber auch, wie viel Macht Menschen allein durch Manipulation erreichen können. Wie ist das bei euch? Wurdet ihr schon mal manipuliert? Und was haltet ihr von dem Urteil? Findet ihr es gerecht, dass David aufgrund seiner verminderten Schuldfähigkeit ein geringeres Strafmaß bekommen hat? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier links geht es zu unserem letzten Fall. Und falls du den Funk-Kanal Sonne, Tod und Sterne noch nicht kennst, dann schau da auf jeden Fall nochmal vorbei. Da geht Sina nämlich der Frage auf den Grund, ob Polarlichter vielleicht nicht nur gefährlich, sondern sogar tödlich sein können.